Hallo Leute und ihr Outdoor- bzw. Messerbegeisterten Männlein und Weiblein. Ich bin's mal wieder, Uwe. Heute aus dem verregneten Tag, Sonntag, die ganze nächste Woche sieht kälter aus und viel mehr Regen, als man irgendwie so vertragen kann. Ich finde, die Erde ist nass genug, alles ist matschig, alles ist pampig für so richtig nach draußen gehen, weiß ich nicht, fehlt mir im Moment so ein bisschen der Antrieb. Aber ich habe für euch eine ganze Menge an Messern mal wieder vorzustellen und also ich sehe mich so eigentlich nicht so als, ich bin ja kein Verkäufer logischerweise, die Messer selber bekomme ich halt von hier und da. Gruß an Markus, Dankeschön. Und natürlich, klar, natürlich eine ganze Menge kaufe ich auch selber und da schaue ich schon immer so, dass ich das kaufe, was man letztendlich, ja ich sag mal, gebrauchen kann, was nicht unbedingt so eine totale Halbklinge ist, die ich unbedingt haben muss für 400 Euro, wo ich mich dann noch nicht mal traue, damit irgendwie einen Apfel wegen, könnt ja irgendwie Säure und könnt ja rosten oder was weiß ich. Das möchte ich gar nicht haben. Also da stehe ich nicht unbedingt drauf, das ist nicht so mein Stil. Ich sehe mich so eigentlich so als, naja, Tester letztendlich. Das eine oder andere kauft man, das eine oder andere bekommt man. Und braucht es auch selber oder kauft es eigentlich nur, um euch das vorzustellen, so eine Art, ja, ich sag mal so, so eine Art Einkäufer mit Testoption, sagen wir es mal so. Ja, da bedanke ich mich also bei euch, auch nochmal bei allen selber, die zuschauen. Und zwar habe ich jetzt 1234 Abonnenten, also 1, 2, 3, 4, eine wunderschöne Zahl. Und aufgrund der Abonnenten innerhalb von etwas mehr als einem Jahr, wo ich diesen Kanal jetzt betreibe, also ist ein Jahr und, naja, ungefähr ein Jahr und drei Monate so circa. Und also scheine ich doch irgendwie alles so weit richtig zu machen oder gut genug zu machen, dass ihr euren Spaß dran habt und dass ihr euch ja letztendlich gut informiert und naja, auch unterhalten fühlt. Okay, das eine oder andere war dabei, das kam mir einfach mal so in den Sinn, das musste einfach raus. Und kommen wir mal wieder zu Messern. Heute habe ich für euch einen, ja, einen richtigen Leckerbissen und zwar von der Firma, eine finnische Firma, Terewe. Ich hoffe, dass ich das diesmal mal wieder richtig ausspreche. Und zwar ist das dieses Skrama. Skrama 200 ist das hier. Das wird oder kann geliefert werden in einer solchen Lederscheide. In Rechthand, linke Hand und auch in Braun nochmal. Ich glaube, Braun gibt es, glaube ich, nur in rechter Hand. Habe ich zumindest gesehen. Schaut mal auf der Internetseite nach von Terewe, bedeutet übrigens im Finnischen Schaf. Okay, warum auch immer. Ne? Aber die haben nicht nur Messer, die haben auch Outdoor-Bekleidung, Outdoor-Gear und solche Dinge. Also sehr interessante Sachen, Matten, Schlafsäcke, Tarps, Zelt und so weiter und so fort. Nicht super viel, aber doch eine ganze Menge und dann, ich denke, für meinen Geschmack gut ausgesuchte und praxistaugliche Dinge, die die da haben. Okay, also dieses Skrama, das ist ja sowas von dermaßen gehypt teilweise, das Messer. Muss ein Skrama sein, egal was. Hauptsache Skrama. Das bekommt man in 80er, ich sag mal so als Hosentaschenmachete. Dann in dieser Version 200, das für mich eigentlich auch die, ja, ich sag mal so, führbarste Variante ist. Und dann gibt es nochmal in 240er Variante. Das ist dann schon wieder für viele Dinge zu groß, aber für, ich sag mal richtig, um Bäume damit klein zu hacken, wieder zu klein. Da ist natürlich eine Axt besser. Das Messer ist natürlich kein großartiges Messer für viele Kleinigkeiten. So für die Nahrungszubereitung ist immer so ein Paradebeispiel für solche Dinge. Aber das ist ein Messer, was wirklich, ich sag mal, außer diese wirklichen Kleinigkeiten wirklich alles abdecken kann. Inklusive Äste, Hacken, Batonieren sowieso, das schaffen auch kleinere Messer. Aber ich finde das Messer einfach wunderbar. Ich zeige euch mal eben kurz soweit. Nein, ich hole es erstmal raus, heimlich so. Also das ist rechte Hand, Scheide, schwarz. Schönes dickes Leder mit einem Dengler. Hier mit dem Emblem, dem Wappen, ja, Wappenemblem. Markenzeichen von Terewe, finnische Firma. Und also diese Scheide ist unwahrscheinlich stabil, denn sie besteht innen aus einem Kunststoffinlet. Und dieses Kunststoffinlet, das bekommt man auch nur alleine mit dem Messer. Das heißt, ich kann dieses Messer kaufen nur mit dieser Scheide. Die dient dann halt dem
Schutz, wenn man das Messer halt in den Rucksack reinpacken möchte, dann ist das Ding hier natürlich optimal. Ich packe es jetzt hier mal rein, natürlich andersrum. So, hier oben ist eine wunderschöne Daumenrampe oben dran. Hier, da kann ich also wirklich auch nicht mit feuchten Handschuhen, breit genug ist er auch, mit nassen, trockenen Fingern, wie auch immer, komme ich dran, um das Messer da, das sitzt bombenfest hier drin. Sicherlich fällt es raus, wenn ich es so tragen würde, aber dafür ist weder die Scheide noch das Messer gedacht. Hängt wirklich gut hier drin, klappert auch nicht großartig, ein bisschen sicherlich, aber das ist ja nur, dieses ist als Schutz gedacht für den Rucksack. Dann zeige ich euch mal die Scheide an sich. Hier sieht man dieses Plastik-Inlet. Kunststoff, Plastik hört sich mal billig an, das ist Kunststoff. Die kommen von Savotta, diese Einlagen, diese Plastikeinlagen hier. Das ist ebenfalls eine finnische Firma. Dann das Leder, wunderschönes dickes Rindsleder, fein vernietet. Hier nochmal ein Druckknopf, um das Messer für bei längerem Nichtgebrauch halt nochmal zu sichern, dass ich natürlich dann auch, wenn ich es wirklich so brauche, dass ich das Messer längere Zeit hier und da mal rausnehme, dann kann ich es natürlich auch hinten zusammendrücken, die Druckknöpfe, und ansonsten zum Sichern, zum zusätzlichen Sichern der Klinge. Das Leder, sehr dickes Rindsleder, sehr gut verarbeitet, muss man wirklich sagen. Also von der Qualität her gibt es da mal nichts zu mäkeln. Hier ist nochmal extra ein Loch drin, da kann man sich nochmal eine Strippe dran machen, so um es am Bein so zu tragen. Ja, damit es halt nicht so viel hin und her baumelt, machen sich manche hier so eine Beinschlaufe da unten dran. Dafür ist dieses da. Und natürlich nicht zuletzt auch ein wunderschönes Loch, wo Wasser raus kann, beziehungsweise wo man durchpusten kann oder Wasser reinlaufen kann. Reinlaufen lassen kann. Jetzt habe ich es. So, das Leder wiederum, das kommt von der Firma Pelo Leather. Das ist auch eine finnische Firma. Also alles in allem kommt das Messer, kommen wir jetzt zu. Plastik, Kunststoffmaterial, Inlet und natürlich auch die Lederarbeiten, die kommen alle aus Finnland. Also das ist ein wirklich absolut lokales Produkt aus Finnland. Eigentlich früher ja in den Anfängen von Finnen für Finnen gebaut. Relativ einfache Messer. Der Stahl, kommen wir gleich zu, ist nicht rostfrei. Der bedarf also, naja gut, ich sag mal so, einer gewissen Reinigung, ein bisschen einölen. Manche sagen auch, mein Gott, dann ist da eben Patina dran. Ist okay, macht das Messer nur noch hübscher. Okay, das ist natürlich Ansichtssache. Der eine braucht es als Vitrinengerät und ab und zu mal damit ein bisschen Kleinholz für den Grill mal ein bisschen machen, und der nächste hat das vielleicht im Dauergebrauch, weil er Jäger, Förster ist und das Messer immer dabei hat, um jede Kleinigkeit, um Äste, die am Weg sind, abzuhacken und so weiter. Also ich benutze ein Messer häufig auch dazu, dass ich so auf Wanderwegen, wo schon mal hier und da so Dornen rüberkommen, so ellenlange Dinger, die hacke ich dann schon mal ab, weil keiner, weder Kind noch irgendwelche Leute noch gar vielleicht, wenn daherfahren Mountainbiker, die wollen unbedingt so einen Dornenast irgendwo durchs Gesicht oder sonst vorher gezogen kriegen. Die hacke ich dann immer ab, die stören mich schon ganz gewaltig. Gut, aber das ist jetzt eine andere Sache, wofür man Messer braucht. Das weiß jeder selber. Ich finde, dass dieses Messer, da kommen wir jetzt zu, wirklich absolutes Highlight ist. Die Form leicht nach oben gebogen. Hier unten haben wir einen Flachschliff, der allerdings nur zum, ja, ich mal, runden Drittel unten angezogen ist, also eingeschliffen ist. Das hat natürlich zur Folge, dass dieses Messer ja sehr schwer ist, soll ja auch ein Hack- und Haumesser sein. Also alles richtig gemacht, absolut. Die Klinge selber, die besteht aus einem Stahl, das ist ein 80 Chrom V2 Stahl. Der ist ein rostender Stahl, ist ein sehr alter Stahl, aber die Bearbeitung, Verarbeitung, das Härten, Anlassen von diesem Stahl ist dermaßen, ja, schon so alt, dass damit dermaßen viel Erfahrung besteht, kann man nur sagen, haben sie einen guten Stahl gewählt, der ist wirklich klasse. Und jetzt kommen wir zu zwei Highlights,
dieses Messers. Und zwar ist es so, das Messer wird beim Härten anlassen, also bei der insgesamten Stahlverarbeitung, wird das Messer verschieden gehärtet. Das heißt also, dass ich, das kann man durch induktives Härten machen zum Beispiel, oder aber durch Hitze, die punktuell, also ich sag mal Streifen hier drüber kommt, das wird auch bei Samurai-Schwertern gemacht, die werden unten an der Klinge zum Beispiel in so eine Art Lehm rein ummantelt, damit die Klinge da halt nicht so viel Hitze abbekommt. Also das kann man schon machen durch kontrolliertes Härten. Und zwar ist es so, dass die Oberfläche des Messers eine Härte von ca. 52 Rockfell bekommt. Wobei der Kern, also die mittlerste Lage, will ich mal so sagen, die mittlerste Schicht von diesem Stahl, eine Härte von 59 bekommt. Das heißt also, ich habe es ähnlich wie bei einem Damaststahl bzw. bei VG10-Stahl, da werden ja auch verschiedene Stähle genommen, logischerweise, um eben halt die Eigenschaften jedes Stahls bestmöglich zu nutzen. Im Kern drinnen brauche ich Härte, weil das ja nun mal das ist, was ich an der Schneide, was dann ja vorne praktisch rauskommt, nämlich die Schneide, die soll hart werden, auch nicht zu hart. Nebenbei den 80 Chrom V2 könnte man noch viel mehr härten, macht man aber absichtlich deswegen nicht, weil bei einem solchen Stahl, da er als Hackmesser gedacht ist, ist dann die Gefahr von Ausbrüchen an der Klinge sehr hoch. Deswegen bleibt man hier immer im unteren, vielleicht 2/3 der absoluten Möglichkeit der Härtbarkeit von diesem Stahl. Das heißt also, der Kern hat 59 und um der Klinge, obwohl die so dick ist, fürchterlich dick, muss man wirklich sagen, die ist 4,2 mm stark, diese Klinge. Hier das Wappen von Tereve und das ist das Krama 200. Hat also 200 mm Länge, also nicht ganz 42A konform, zumindest vor meinem Test. Kleiner Gimmick. Und da kommen wir ganz kurz mal eben noch zu dem weiteren Highlight dieses Stahls. Wie gesagt, innen 59, außen 52er Härte. Das ist das Erste, wofür man wirklich verdammt viel Erfahrung braucht. Aber dieser Stahl ist sehr gutwillig und der lässt solche Dinge gut mit sich machen, wenn man es natürlich kann, klar. Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so richtig hinkriegt. Nämlich hier, bis hier. Sieht man das? Bis hier genau, das sind 5 cm. Bis hier ist diese Klinge, also in diesem Bereich hier vorne, hat die Klinge einen Anschliff von 25 Grad und eine Schneidwarte, also die untere Stärke des Anschliffs unten von 0,55. Wobei der Rest der Klinge, nämlich ab hier nach vorne, der hat einen Schleifwinkel, nicht Schleifwinkel, einen Schneidwinkel von 34 Grad. Hab dann nachgemessen und das stimmt wirklich exakt. 25 Grad hier vorne, 34 Grad hier und da habe ich auch eine dickere Schneidwarte von ungefähr 0,8, 0,82 so circa. Ist natürlich nicht immer ganz exakt auf der gesamten Klingenlänge exakt die gleiche Wartenstärke bzw. auch der Winkel. Der kann nicht immer ganz, gerade da wo es in den gebogenen Teil vielleicht reingeht, eingehalten werden. Aber alles in allem stimmt das ganz gut. So, und zwar haben die sich gedacht dabei, dieses Messer, das ist ja jetzt ein sehr brutales Gerät für grobe Arbeiten, aber was ist, wenn ich damit kleine Arbeiten machen möchte? Zum Beispiel kleine Löckchen. Die Klinge fängt auch ziemlich früh hier an. Da ist also keine irgendwelche Einkerbungen oder sonst irgendwelche vergeudete Materialien, sage ich mal so, oder Klingenlänge.
Und für die vorderen 5 cm, die sind extra dazu da mit einem sehr spitzen Winkel. Also für so ein Messer ist das wirklich sehr spitz, um damit kleine Arbeiten, Schnitzarbeiten zu machen. Wobei im vorderen Bereich, keiner macht kleine Schnitzarbeiten im vorderen Bereich eigentlich. Da habe ich die 34 Grad Schneidwinkel und eine dickere Warte, weil da ist es mehr gedacht zum Hacken und zum Hauen und für schwerere Arbeiten. Also die haben sich da wirklich zwei super Gimmicks ausgedacht, was dieses Messer wirklich ausmacht als ja technisch vollkommen ausgereift. Der Schneidwinkel, der unterschiedliche 5 cm in 25, der Rest 34 Grad, dementsprechend auch die Schneidwarte hier unten anders, hier dünner als hier, hier mehr zum Hacken, hier für feine Arbeiten und dann auch noch die Härterei 59 innen und 52 außen. Also das ist schon wirklich, die haben das wirklich das Machbarste aus diesem Stahl rausgeholt. Dann kommt der Griff, der ist Kunststoff ummantelt, Full Tang hier hinten mit einer schönen Öse hinten dran, die auch als Schlagstück gedacht werden kann oder genommen werden kann. Der Rücken selber, der ist zwar angefasst, aber trotz alledem sehr scharfkantig. Das heißt also, um damit einhändig bzw. beidhändig zu raspeln, also kleine Raspelspänchen vom Holz runterzuholen oder zum Entrinden, zum Entasten halt, zum Hacken, zum Batonieren, ist das Messer wirklich ideal. Und natürlich auch der Rücken scharfkantig genug für einen Feuerstahl. Werden wir sehen, werden wir natürlich auch draußen wieder testen, ganz klar, so wie immer eigentlich. Und ich denke, das hat sich so bewährt. Erstmal ein Messer vorstellen, die Vorzüge, teilweise auch Nachteile, logisch. Aber dann da draußen das Testen mit allem drum und dran, was ja auch schon mal schief geht. Nun gut, zweimal ist die Spitze bisher abgebrochen. Ich glaube, das schaffe ich hier heute nicht. So viel Kraft habe ich nicht. Gut gefrühstückt, aber dafür reicht es wohl nicht aus. Ja, dann kommen wir mal kurz zu den Preisen. Diese Scheide, sage ich mal, diese Lederscheide ist ungefähr im Gegenwert von ca. 40 Euro. Das heißt also, ich bekomme das Messer, Lederscheide, dieses Plastik-Inlet ist ja hier schon mit drin, mit diesem Messer, rechte Hand, schwarz, für 110 Euro, genau, 109,95 Euro. Könnt ihr nachlesen auf der Homepage von Terewe. Da gibt es, wie gesagt, noch viele andere Dinge. Und jedes Messer, das 80, 200 und 240, bekommt man in Rechts- und Linkshand. Und natürlich auch, also das Rechthand nochmal in Braun. Ist natürlich eine schöne Sache. Ablaufloch ist dran, Loch für eine Beinkordel ist dran. Das Messer sitzt super schön hier drin, ist auch dann nochmal, boah, das ist aber stramm, klar, noch nie so richtig benutzt. Zack, also das Messer ist jetzt hier drin, bombensicher. Und was mir super, super gefällt, ist das, was ich immer wieder haben möchte, eigentlich bei jedem Messer, ein Dengler. Es gibt Kombinationsdengler, den kann ich einmal als Gürtelschlaufe in diesem Bereich benutzen und als Dengler. Hier ist halt nur der Dengler gedacht. Das hat den großen Vorteil, ich kann es am Gürtel tragen, das Messer. Ich kann mich hinsetzen, das Messer stört mich nicht. Ich bekomme nicht den Griff hier in die Rippen rein. Und alles in allem wunderbar gemacht. Hier doppelt vernietet. Also es ist ein absolut erstklassiges Messer. Absolut. Muss man wirklich so sagen. Und das für 110 Euro, ich glaube, da hat man wirklich einen Freund fürs Leben, den man bei einigermaßen Pflege, wenn ich damit nicht gerade dünne Äste auf Steinen durchklopfe und damit die Klinge dann ruiniere, wenn ich es mal ab und zu sauber mache und einöle, ich denke mal, und zum Einölen kann ich auch normales Speiseöl nehmen, da brauche ich nicht irgendwas Spezial, brauche ich nicht. Die Lederscheide selber, die ist sehr eng um diese Kunststoffinnenscheide oder den Kunststoffeinsatz so eng drum, da wird eigentlich auch keine Feuchtigkeit reinkommen. Und wenn, kann sie wieder ablaufen. Und das Leder, ich sag mal so, die Rinder sind ja auch mal nass geworden, nicht? Halb so wild. Kann man ja auch mal einfetten, ein bisschen, oder mit Ballistol einölen oder mit Lederfett, hier so Sattlerfett oder so. Also ich denke, wenn man das nicht vollkommen übertreibt mit dem Messer, hat man hier wirklich einen Freund fürs Leben. Absolut. Und dann auch für 110 Euro, einfach nur klasse. Ja, dann kommen wir mal zu dem Außentest und dann seid mal gespannt. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich gucke mal eben kurz auf meinen Spickzettel.
So, Highlight natürlich Leder, Kunststoff, Klinge natürlich, klar. Kommt aus Finnland, das heißt also wirklich lokales finnisches Produkt. Alles aus Finnland, aus einer Hand. Okay, ja, Klingenlänge 200, 4,2, 80 Chrom, V2 Stahl, nicht rostfrei und auch nicht 42A konform ob der Länge. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, der Familienbetrieb der Rewe, der schon seit 1918 schon zugange ist mit Messern und Werkzeugen, die haben hier wirklich alles richtig gemacht. Also es gibt selten ein Messer, wo ich überhaupt nichts dran zu mängeln habe. Und das ist also eins. Verarbeitung, Qualität, das was durchdacht ist hier an Klingen, Schleifwinkel, Warte und so weiter. Also haben die wirklich absolut mitgedacht und haben wirklich erstklassiges Produkt für 110 Euro gemacht. Also da gibt es wirklich nicht viele, die das so in diesem Umfang schaffen. Okay, dann wir sehen uns draußen. Tschüss, ich zähle auf euch. Ciao. So, da sind wir jetzt im Außenbereich. Dann, ich musste mir erstmal hier ein bisschen was, bei dem Regenwetter war ja gar nicht draußen irgendwas zu machen, habe ich mir erstmal kurz hier einen Tab geschnappt, 3x3, bisschen verspannt, Stängchen drunter, fertig, Thema ist gelaufen, Ball ist gehalten. So, dann zeige ich euch jetzt mal das Kramer 200 in Aktion. Wirklich schönes Ding, schönes Gewicht und super wertig, muss man wirklich sagen. Und was die sich dabei gedacht haben, was so dieses, ja, ich sag mal, mit dem Stahl, dass man das verschieden härtet, nämlich das, plus auch mit den verschiedenen Schleifwinkeln, klasse. Wunderbar. Klar, ist natürlich klar, das machen auch kleinere Messer. Das ist natürlich auch logisch. Aber dann kommen wir mal einfach zu dem kleinen Hacken. Kleines Anmachholz, sage ich mal, oder sonst irgendwas. Kann man gut handhaben. Durch das Gewicht habe ich natürlich ganz anderes was in der Hand, als wenn ich so ein kleines Messer benutze. Und da finde ich natürlich klasse. Macht einfach nur Spaß. Schönes Ding. Und ich bin wirklich begeistert, was man so an aus dem einfachen, ich sag mal, in Anführungsstrichen billigen Stahl, was man da alles rausholen kann und was man da an Innovation mit einbringen kann. Das ist schon klasse. So, dann, oh gut, das war schnelle Geschichte. Richtig schöner, guter Zug drin. Klasse. Da hat man richtig was in der Hand. Das ist schon wirklich, und dadurch, dass das hier hinten ja auch noch diese Nase hinten hat, kann ich es wirklich sehr gut mit 3 Fingern oder 4, wie auch immer, kann ich es hinten halten. Das heißt zur Griffverlängerung nochmal, um praktisch 200 plus, na nochmal 6, 7, also dann komme ich vielleicht auf 260 mm wirksame Länge. Und auch natürlich Hack, Gewicht, Wucht und damit auch Geschwindigkeit. Klasse. Jetzt nehme ich mal das Tannenholz. Versuche ich den mal durchzuhacken. Der ist noch von diesem Jahr, naja, nicht von diesem Jahr, aber vom letzten. Oh, klasse, schaut euch das an. Fertig. Bob, fertig. Klasse. So, dann schauen wir mal, ob wir damit denn auch, wie versprochen oder wie gedacht vom Hersteller, aber die Finnen, die wissen es halt. Ich versuche das mal hier hinten. Ja, es geht auch, aber ist klar, ist natürlich zu weit weg. Dadurch ist der Druckpunkt und der Hebelarm zu groß.
Schön. Richtig schön. Also durch das Gewicht, das hilft natürlich enorm mit. Und der Schliff tut sein Übriges. Klasse. Schön. Also für kleine, feine Arbeiten, zum Schnitzen, zum Batonieren, zum Hacken, ist das Messer wirklich klasse. Und gut, wie zu erwarten war, ist Kohlenstoffstahl. Der ist wirklich sehr hart im Nehmen. Da habe ich auch natürlich keinerlei Ausbrüche oder irgendwelche stumpfen Ecken. Oder ein kleines Chipping merke ich da auch nicht. Nee. Einzige, was man merkt, ist hier dieser Bereich, wo der Übergang ist, von 25 auf die 32 Grad auf den Schneidwinkel. Das merkt man, ja, aber das ist auch vollkommen so gewollt und richtig so. Klasse. Schönes Messer. Schön. Ja, macht also Spaß. Und das Messer, also ich sag mal wirklich für 110 Euro, kann ich das Messer wirklich nur wärmstens empfehlen. Jetzt haben wir natürlich noch, klar, den Schnitttest hinterher schenke ich mir, aber wir müssen natürlich auch noch gucken, ob das dann auch in der Lage ist. Ja, also wirklich scharfkantig genug. Vorne und auch hinten. Klasse. So flach, hochkant, funktioniert ganz hervorragend. Schön. Gut, ja, da mache ich jetzt noch mal ein kleines Mini-Feuerchen aus Kinspan. So, ich nehme das Messer ja ganz gerne. Ich mache das mal hier vorne, damit ihr das auch besser sehen könnt. So, machen wir das so mal hier. Also wer wirklich ein Buschmesser, Machete, irgendwas dazwischen sucht, ja, das auch noch gut handhabbar ist und auch noch zu bezahlen ist, der ist mit diesem Messer als Kramer 200 wirklich super gut bedient, muss man echt sagen. 110 Euro, wobei schon circa 40 Euro sind ja alleine schon der Gegenwert dieser wirklich wunderbar gut verarbeiteten Scheide. Klasse, finde ich gut. So, dann machen wir jetzt mal ein kleines Feuerchen eigentlich, so wie üblich. Ich lege mir jetzt schon mal wieder was zurecht. So, in dem Sinne eigentlich so wie immer, ein Feuerchen ist gemacht. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Gute, lasst mir ein Abo da. Und das Messer, Nahaufnahmen kommen natürlich auch noch, wie immer. Und auch natürlich ein Link auf die Seite. Der ist aber nicht besonders schwer zu finden, diese Seite.
von Tereve, bedeutet finnisch scharf. Jetzt habt ihr auch ein bisschen Finnisch in eurem Sprachprogramm drin. Und klasse, einfach nur ein super Messer für das Geld, 110 Euro. Dazu dann die super Scheide, klasse. Da ist das Messer sehr gut aufgehoben drin. Vielleicht in Braun sieht es vielleicht auch ganz gut aus, ja, aber naja, gut. Schwarz, super Verarbeitung, 110 Euro, klasse. Leute, ich wünsche euch alles Gute, ihr Männlein und Weiblein, genießt draußen das Leben. Die Woche ist es ein bisschen schlecht, muss man ehrlich eingestehen. Ich hoffe, dass es dann, also nicht nächste, sondern übernächste Woche wieder etwas besser wird. So langsam reicht es mit dem Regen, also und die Kälte und hier und da wieder Schnee und Graupel und vielleicht Frost. Mir reicht's. Ich will so langsam mal wieder die Blümchen kommen sehen. Und ja gut, die Blumen, die Wiese muss auch bald schon geschnitten werden, aber so richtig ausreichend tut mir das noch nicht. Ich wünsche euch was. Bleibt dran. Bis dann. Tschüss.